Willst du dir nicht wenigstens. Oh, shit! Den Tipp durchlesen, vielleicht ist es ja tatsächlich was Hilfreiches. Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet. Master. Der braucht einen Master of Puppets, ey. Ist die Geistergeschichte jetzt hier schon wieder vorbei oder was? Dafür braucht man 10 Stück. Ja, ich kann mir gerade auch nicht so richtig erklären. Irgendwie. Oh nein, ey, jetzt sagt mir nicht, dass es keinen alternativen Weg mehr gibt, außer an diesem Wichsdrachen vorbei. Ach, freut sich Sepp. Was ist denn, wenn du die linke Wand noch so ein bisschen entlang gehst? Ja, hier ist wieder so eine. Warte. Das ist total seltsam. Also hier ist eine unsichtbare Wand. Aber wenn ich hier rumgehe, dann komme ich ein Stückchen höher. Das macht gar keinen Sinn manchmal. Ja, mei. Aber da oben ist auch so ein Hinweis. Warte mal. Alter. So. Respekt. Einfach mal springen. Ich wollte gerade ansetzen zu sagen, Alter, das bringt sowieso nichts. Okay. Sneaky Mode. Oh, hi. Naja. Ja, langsam. Lass mir in Ruhe, Junge. Die sterben dramatisch. Mit dem Arm in die Luft gestreckt. Ist ja alles so glitzerig. Ist alles nass, aber. Haben die dann im Wasser hier die ganze Zeit rumgestanden? Haben die nichts anderes zu tun? Die mögen halt schwimmen. Moment, das sieht mir aber. Ah, hier ist wieder so ein Arschbrunnen, wo man reinfallen kann. Haha. Cracked Red Eye Orb. Ach, damit kann man wieder. Das ist wieder PvP-Bahn. Kram. Try Thrust. Nee, Leute. Könnte in die Hose gehen. Das lass mal sein. Da hinten lockt schon wieder was. Aber das ist, glaube ich, ein Stückchen oben. Hi. Oh, wow. Ah, das ist so ein Schild, was er da zaubert. Und das ist was, was ich, glaube ich, nicht abkriegen möchte. Das würde ich wohl auch sagen. Okay, das ist ein bisschen dumm. Hat er sich gerade selber getroffen damit? Ich stand kurz in Flammen. Könnte natürlich auch dein Schwert gewesen sein. Das war wohl eher mein Schwert. Juhu! Juhu! Sehr gut! Jetzt irgendwie nur die Frage, wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Oh das gibt Gott, jetzt schon wieder so viele Wege, ey, das macht ja einen da echt da wahnsinnig. Oh, das könnte eine Umsicht. Jawohl. Oh, cool. Komm her, Bitch. Ach Mist. Stimmt, wir haben ja den Zauberstab ausgetauscht. Ja, der ist immer hier rüber gelaufen. Komm, ich hab keinen Bock. Komm mal hier hin. Ach, ah, schade. Ah, Wegfindung. Warum funktionierst du? Kabam. Kawabanga! Ja. Dieses dramatische Schwert in Luftstrecken, das ist immer cool. Oh oh. Leute, auf keinen Fall traue ich. Wobei, man kann halt ja an den Ketten sehen. Die liegen entweder oder sind so nach hinten. Also entweder sind die, glaube ich, nach vorne oder nach hinten gedreht. Die hier ist nach hinten gedreht, dem vertraue ich mal nicht. Als wenn du den nach vorne gedreht vertraut hättest. Naja, ja. Ich hab's wieder vergessen. Immer musste ich das mal. Okay. Ich glaube, du hast sie getroffen. Ja, okay, also die nach hinten gedrehten sind es. Titanite Chunk. Ah, okay, die haben wir gebraucht damals für das Schwert-Updaten. Nicht fallen! Dann die Treppe hoch. Hat er gesagt, ach, Need Master, wa? Need Knight, ach, Arsch.
Ja, das ist wie spoiled. Oh, zwei Tipps. Be wary of beating to a pulp. Was ist denn das? Be wary of dark wraith. Okay. Ich wiederhole, was heißt denn das? Sicherheitshalber, ich meine, wir haben 21 Stück, also. Oh, hier sind wahrscheinlich eine Menge. Das Geräusch klang nach etwas Größerem als nur. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Irgendwas, was gefährlicher ist als die. Naja. Jetzt macht er uns platt. Ja, wohl eher nicht. Der hat zwar weder Haut, aber Hauptsache, der hat noch so eine Matte auf dem Kopf, ey. Oh, ich hab geblockt. Ich glaube, das ist ein Tuch. Achso, ja gut, das kann nur sein. Ja. Oh, sneaky, sneaky! Oh ja. Oh, Moment, hier kommen wir nicht mehr runter. Hoch. Er hat Geräusch wirkt einladend. Auf jeden Fall. Oh. Ich glaube, der ist sowieso hinter diesen Wänden. Ich glaube auch. Wie kommen wir jetzt wieder hier weg? Ja. Ich glaube. Okay, ich glaube scheiße. Wie sieht's hier links aus? Warte mal. Nee. Vielleicht hier. Oh yeah. Aber gut gesehen, muss ich sagen. Was waren da jetzt überhaupt noch auf ein Item? Proud Soul. Ah ja. Nee, Proud Soul ist Quatsch. Ach da, guck mal an. Soul of a Proud Knight. Das ja, sind aber diese Dark Red. Das sind die Viecher, die explodieren. Nee, der hat einen Körper. Ach du Scheiße, du hast vollkommen recht. Nee, das ist das gar nicht. What the fuck? Was ist das für ein Wichsteil am Rumkotzen oder was? Hoppala. Da war gerade eine Bloodstain, vielleicht zeigt uns. Oh ja. Ich hoffe mal, der Schleimbolzen da kann da nicht durch die Tür kommen. Na ah, Junge. Das muss er aber nochmal üben. Ja. Ich würde ja sagen, warte mal, wir nehmen jetzt mal das. Eigentlich sind so Schleimviecher, haben die nie Bock auf Feuer. Ja, das haben wir doch genau. Das hört sich gerade so an, als würde sich das Ding bewegen. Komm schon. Ja, versucht es zumindest. Das ist doch der aus Teil 1. 163. Also exakt der aus Teil. Ne, der hat ein Gesicht, wie geil ist das denn? Ah, 103 hat ein Gesicht. Da spuckt er auch den Quatsch raus. Hui! Gut, dass wir tiefer stehen als nicht er. Kurz zur Sperre. Der kommt ja gar nicht durch, der Bob. Ja, gut so. Ich jetzt alles, was wir an Feuer haben. Der ist Feuer und Flamme. Oh. Ja, gut, ja. Oh, er kann es tatsächlich treffen. Er hält sich allerdings in Grenzen, was der mit einem Treffer an Schaden macht. Das stimmt. Oh lol. Dass das nicht getroffen hat, das ist jetzt allerdings etwas überraschend. Ich glaub, das ist nur so ein bisschen was von dem abgefallen. Ach ne, das schießt der auch kein. Ah, komm Junge. Aber wenn das Spiel jetzt 3D gewesen wäre, war, dann hätte er uns quasi mit dem Ding in der Nase gepopelt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, den habe ich lieber mal auf Sicherheit gemacht. Der sieht mir nicht so aus, als würde der respawnen. Guck mal. Ja, und jetzt kommen die Explosionsviecher. Das war ja echt geschickt. Es ist ziemlich arschig, wenn die kommen, während man, glaube ich, gegen den kämpft. Aber clever, wie wir sind. Also tatsächlich zwei, ja. Ja, das war echt clever. Hey, wieso gehen die anderen nicht auch hoch? Okay. Alles safe. Aber hallo. Und da ist eine Kiste. So, dann gucken wir nochmal. Die ist jetzt nach hinten, also dürfte die safe sein. Ja. Genau, das wollte ich gerade vorschlagen.
Titanite Chunk. Jetzt ja, Leute. Wobei wir hatten jetzt auch keine großen Schwierigkeiten. Wir haben ja, die doch ertauscht, oder? Die haben wir relativ schnell gekriegt. Ja, genau, mit dem. Mit der Scheiße. Das ist mir erst im Let's Play, als ich mir das nochmal angeguckt habe, aufgefallen. Natürlich, da sagt es von wegen: Gimme soft, gimme warm. Ja, also Scheiße. Oh. Wir haben immer noch kein Feuer gefunden. Das geht mir ein bisschen um. Ja, ich. Aber hallo. Ich meine, gut. Der Weg ist jetzt nicht so weit, wenn man weiß, wie man laufen muss. Aber. Wäre trotzdem nice to have. Ey, der hat kein Drama gemacht. Arschloch. Oh. Der wäre bei Bruce Dunnell nicht weit gekommen. Oh ja. Baby. Ah, jetzt sind wir quasi noch eine Etage höher als da, wo du vorhin drauf gejumpt bist. Da. Echt? Ja, wir sind da runtergefahren. Ja, nee, ich meine, da unten bist doch. Da bist du hochgerannt und dann da drauf. Ach so, ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Das ist so, dann ist das da das Tor, was wir eben gesehen haben. Dann war das doch keine Spiegelung. Beziehungsweise. Ach so, nee, du hast absolut recht. Ah, so langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Der Puzzle Master hat wieder zugeschlagen. Von God of War. Gehst du aber eiskalt durch, oder was? Good luck. Könnte ein Boss sein. Need Ring. Ja, hört sich nach Boss an. Und auch hier so Statuen. Ja, es gibt's ja nicht, oder gibt's hier keinen. Ich glaube, wir haben noch nicht alle Wege wirklich erforscht. Ja, die Drachen, ne? Abgesehen von dem Weg, ja. Gibt es nicht noch was anderes? Können wir mal gucken. Also ich meine, dieses komische, hässliche, schwarze Teil musste man ja auf jeden Fall besiegen, um zu... Hier war auch kein anderer Gang mehr, ne? Nee. Okay. Aber ich dachte, hier hätten wir noch nicht alles... So, hier oben war keiner, da waren wir. Der hat ein Item verloren. Wieso ist uns das denn nicht aufgefallen? Titanite Chunk. Oh ja, davon gibt es ja hier offensichtlich einige. Hier hatten wir, glaube ich, alles, weil hier konnte man runter. Da sind wir hingesprungen. Da hinten war das Item drin und mehr war dann nicht. Oder gab es hier noch links? Nee. Da war. Konnte man da weiter? Dass man hier gar keine Geister mehr trifft, wundert mich ein bisschen. Ja, mich auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in das Wasser rein kannst. Da hinten ist noch ein Tor. Tatsache. Ja, wir haben wirklich noch nicht alle Wege ausgenutzt. Was sind das für Geräusche gewesen? Da läuft irgendwer. Ah ja. Hi. Dark Souls, wird mal wieder Zeit, dass du uns ein bisschen überrascht. Oh. Wir sind gerade etwas underwhelmed. Na gut, dann mal 15 von den Dingern dabei. Mittlerweile haben wir echt eine Menge. Wir sind schon ewig nur drin verreckt. Merkst du, wie ich jetzt herausfordere? Dark Souls, zeig mal wieder, was, genau. Wir sind schon ewig nicht mehr verreckt. Peter und seine große Kloppe. Oh. Das war gar kein... Oh, den macht man aber auch gut Schaden mit einem Schlag. Achso, das war ein harter Schlag von dir. Ja. Oh, cool, die kann man blocken. Jetzt die Frage. Kann er den Quatsch nur nach vorne machen? Ach, cool. Ja. Der ist ein bisschen zackiger. Ja, ja. Komm mal her. Ich will den dick machen. Hä? Das ist auch gut. Haben die irgendwie gelernt, oder was? Wobei... Treffen tun die dich immer noch nicht mit ihrem komischen... Oh, nee, blöd, ey. Wir wollten noch hinter denen. Wo ist denn das Gesicht? Ah, da.